Frage: Wer weiß noch, wie wir an dieser Stelle vor ein paar Wochen mal gesagt haben, dass wir Fracking jetzt doch ganz in Ordnung finden? Das kam riesig an in der Community. Ja. Ein grüner Shitstorm vom Allerfeinsten. So, und weil das so gut lief, hier mal direkt der nächste Schocker. Gentechnik in der Landwirtschaft ist auch viel besser als ihr Ruf. Ja, ganz genau. Gentechnik, eat this Grüne. Ja. Warum reden wir drüber? Diese Woche war das Thema bei einer Expertenanhörung im Bundestag und die Europäische Kommission überarbeitet jetzt gerade unser Gentechnikrecht. Tatsache ist, über 2/3 der Deutschen sind ganz klar gegen Gentechnik in der Nahrungsmittelproduktion. Und das ist natürlich auch kein Wunder. Ich meine, bewusste Ernährung ist uns ja allen schon vor Jahren in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich bin eigentlich der Fleischesser. Heute nur mal Salat, weil es heiß ist und weil es einmal in der Woche doch einmal angebracht ist. Aber dann auch gerne mit Fleisch oder Wurst. Geil, oder? Hey, Salat mit Wurst. Ja. Ich lasse dann oft noch den Salat weg, dann ist es perfekt. Aber unser Thema war ja, Sie erinnern sich, Gentechnik in der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft muss sich zügig an den Klimawandel anpassen. Stichwort hitzeresistente Pflanzen. So, ein Weg dahin, ein Weg, können auch neue genomische Techniken, kurz NGT, sein. Also mindestens eine echte Debatte über deren Potenzial sollte möglich sein. Aber nicht mit den Grünen und schon gar nicht mit Renate Künast. Ja, ja. Sie bleibt dabei, wer was Genmanipuliertes futtert, der mutiert am Ende selber oder so ähnlich. Wir wissen ja viel zu wenig und haben einen massiven Mangel an Risikoforschung zum Beispiel, was das Produkt selbst angeht, aber auch was die Auswirkung des Produktes einer gentechnisch veränderten Pflanze innerhalb des Naturkreislaufes angeht. Ach, das wissen wir alles gar nicht. Ist überhaupt noch nicht erforscht? Ich meine aber, irgendwer hätte neulich das Gegenteil behauptet. Wer war das noch? Ach ja, ganz viele Forscher. Seit Jahren hätten hunderte Wissenschaftler intensive Risikoforschung betrieben. Die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die gentechnisch veränderten Pflanzen kein höheres Risiko für die Umwelt darstellen, als die durch klassische Züchtung bisher seit Jahrzehnten erzeugt werden und die als sicher eingeschätzt werden. Na und? Wissenschaftler, was wissen die denn schon? Also wir halten fest, bei Themen wie Klima oder Corona sind die Grünen schon Team Wissenschaft, aber eben nicht bei Genforschung und Ernährung. Und wie gesagt, da sind die Grünen durchaus Mainstream. Das ist Mehrheitsmeinung. Unser Bild von Genexperimenten basiert halt vor allem auf alten Filmen. Ja, Sie haben es erkannt, das sind diese Nosferatu-Spinnen, die jetzt bei uns heimisch werden. Ja. So, in der Realität gibt es tatsächlich Gentechnik, die das Erbgut gar nicht wirklich verändert. Die Genschere CRISPR, längst Nobelpreis bepreist. CRISPR, ne, klingt wie ein vergessener Schokoriegel aus den 80ern, könnte aber dazu beitragen, das Ernährungsproblem des Planeten zu lösen. Es werden keine fremden Gene verpflanzt, sondern nur vorhandene Gene auf der DNA der Getreidesorte ausgewählt und ausgetauscht, die auf Viren, Dürre oder zu wenig Nährstoffe reagieren. Ist schon Hammer, oder? Was heute alles geht. Und wer hat's erfunden? Genau, Edward mit den Genscherenhänden. Ja. Gut, für so hergestellte Produkte bräuchte es selbstverständlich Kennzeichnungspflichten und Risikoprüfungen. Aber ich sag mal, ob eine Pflanze gesundheitsgefährdend ist, hängt nicht von der Züchtungstechnik ab. Genmanipulierter Mais ist zum Beispiel deutlich gesünder als eine Eimer Fliegenpilze, als ein Beispiel. Naturwissenschaftlich gibt es, Stand heute, keinen Grund, durch NGT entstandene Pflanzen anders zu betrachten als solche aus herkömmlicher Züchtung. Dennoch warnte die Umweltschutzorganisation BUND so vor Gentechnik. Ein Bild, das eher an eine gefährliche Seuche erinnert. Kurze Frage. Warum trägt die Frau eine FFP2-Maske? Hat sie Angst, der Maiskolben hustet sie an oder was? BUND warnt, genmanipulierter Riesenmais übernimmt die Weltherrschaft. Ernsthaft, haben die sie noch alle da? Das kann doch. Sehr witzig, Welke. Aber denk dran, ich weiß, wo du wohnst. Mach noch einmal Popcorn und ich schwenk dich in Butter.
dumme Sau. Unnötig aggressiver Ton, Herr Maiskolben. Übrigens, ob das strenge EU-Recht für Verfahren wie CRISPR gelockert wird, das ist noch völlig offen. Aber Fakt ist, Insulin zum Beispiel basiert auf Gentechnik. Genau wie ein Produkt von BioNTech, das bis neulich hier recht populär war, sag ich mal. Selbst natürliche Mutation ist im Prinzip Gentechnik. Will sagen, wir müssen mal aufhören mit der Heuchelei. Seit vielen Jahrzehnten greifen Pflanzenzüchter auf die Trickkiste aus dem Labor zurück. Seitdem wird zum Beispiel radioaktive Strahlung eingesetzt, um Mutationen auszulösen und neue Pflanzeneigenschaften hervorzubringen. Mmh. Der Weihnachtsmarktklassiker, die Atompilzpfanne, yummy. So, tatsächlich gehen jede Menge unserer heutigen Gemüsesorten auf radioaktiv behandelte Pflanzen zurück. Zum Beispiel sehr viele von diesen leckeren roten Grapefruits. Also, liebe Ökos, öffnet euch mal für die Wunder der modernen Gentechnik. Außerdem gibt's für euch ja aktuell auch einige gute Nachrichten. In Deutschland boomen zum Beispiel Fleischersatzprodukte. Ja, die Fleischersatzbranche hat allein im letzten Jahr rund 600 Millionen Umsatz bei uns gemacht. Das ist ein Triumph des Fleischersatzes. Das heißt, liebe Zuschauer, solche Gruselgeschichten hier gehören hoffentlich bald der Vergangenheit an. Da war ich also in der Schlange mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir standen dort nebeneinander und ich habe noch versucht, sie zu überzeugen, dass sie Abstand nehmen soll von diesen Buletten. Merkel trifft die Buletten ab. Ich konnte es nicht verhindern. Mein Gott! Was kommt noch alles raus über diese Frau? Sie hat uns abhängig gemacht von China. Sie hat beim Russen Gas gekauft und jetzt auch noch Bulettengate. Wahnsinn. Aber doch noch mal zu den Fleischersatzprodukten. Tofu, Wurst, Seitan, Schnitzel. Das Zeug geht weg, als wär's ja richtiges Essen. Und zwar zu Recht. Zu Recht. Wir töten 150 Milliarden Tiere jedes Jahr. So kann's nicht weitergehen. Weniger Fleisch essen kann also nicht verkehrt sein. Ansonsten gilt für Ernährung, wie für die meisten Themen, bloß nicht zu tief einsteigen in die Materie. Martin Klempner hat wegen der Schwangerschaft seiner Frau angefangen, sich im Internet über Ernährung zu informieren. Ein verhängnisvoller Fehler. Ach du liebe Güte, ey. Die Klimabilanz von Kuhmilch, die ist ja verheerend. Zum Glück habe ich gestern die Mandelmilch gekauft, die schmeckt ja ganz genauso. Nee, warte mal, Schatz. Ey, ich lese gerade, der Anbau von Mandeln verbraucht tierisch viel Wasser. Boah, das war knapp, ey. Wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt, ne, da muss man sein Einkaufsverhalten ja auch völlig neu denken. Wie viele Deutsche leidet Martin Klempner an Morbus Google, dem zwanghaften Drang, sich gefährliches Halbwissen aus dem Netz zu saugen. Okay, Schatz, wir dachten ja bis jetzt immer, Fleischersatzprodukte sind ganz okay. Aber genau die sorgen wohl für noch mehr Monokulturen auf Feldern und für noch mehr synthetischen Dünger. Das sind hochverarbeitete Lebensmittel, Stabilisatoren, Emulgatoren, das ganze Programm. Ich glaube, wir holen uns mal lieber so ein Vollkornbrot. Bist du wahnsinnig? Vollkornbrot? Du musst dich mal informieren. Die Kleie, die da drin ist, die kann unser Körper gar nicht verwerten. Die scheißen wir unverdaut wieder aus. Ja, dann schon lieber an die Tiere verfüttern. Jetzt guck nicht so. Das sind die Fakten. Ich kann nichts dafür. Schatz, wo bist du denn? Ich komme! Aber ich weiß, du brauchst unheimlich viel Eiweiß, ja? Aber Eier? Mal ernsthaft, woher kommt dieser unglaubliche Hass auf Hühner? Die armen Tiere haben dir doch gar nichts getan. Ach du Scheiße. 3/4 unserer Bauern haben schon aufgegeben. Warte mal, wenn wir jetzt alle kein Fleisch mehr essen, dann werden das ja immer mehr. Das heißt, vegan sein vernichtet Existenzen. Aber Schatz, Nee, komm. So, und hier, vergiss deine Mandelmilch nicht. Single sein. Nicht gut fürs Klima, aber super für die Psyche. Das ist ja wohl hoffentlich fair gehandelter Kaffee. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!